Chat, ich kann es euch immer wieder ans Herz legen, nimmt Vitamin D3, sehr, sehr wichtig, wirklich sehr, sehr wichtig. Vitamin D3 ist eine Waffe, die darf man nicht unterschätzen, im Winter vor allem. Ja, das ist wichtig, Vitamin D3, sonst, was kann man noch raten? Das war's. Fliegt auf die Malediven, auch noch ein guter Tipp, im Winter auf die Malediven. Habt ihr Winterdepression, Chat? Bei wem kicken die Winterdepressionen aktuell? Bei wem kicken die schon ein bisschen rein? Bin immer depressiv, oh, das ist nicht gut, das Schuh. Ja, ja, ein paar, aber Chat, ich sage euch ehrlich, das ist ganz normal im Winter. Im Winter ist es ganz normal, vor allem, wenn ihr länger schlaft. Also wenn ihr so einen Schlafrhythmus habt wie ich aktuell, das ist sehr depressiv, Chat. Ihr müsst euch überlegen, ich stehe auf, 13 Uhr, guck aus dem Fenster, grauer Himmel und es wird fast schon dunkel. Es fängt halt einfach schon um 14 Uhr an, dunkel zu werden. Dann habe ich noch genau 2 Stunden vom Tag, bis es dunkel ist und lebe mein Leben in der Nacht. Das ist einfach zum Kotzen, Digga. Wie willst du denn da keine Depression bekommen? Das ist wirklich zum Kotzen. Ja, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sowas hat. Das ist echt schlimm. Bei mir ist dann auch immer so, ich habe dann auch so gar keine Motivation. Ich wach auf, denke mir so, scheiße, halben Tag verpennt, es wird bald dunkel, dann brauche ich erstmal 2 Stunden, bis ich aus dem Bett rauskomme, gefühlt. Dann habe ich keine Ahnung, was ich mir zu essen kochen soll. Mach mir dann irgendwie Nudeln mit Ketchup, Digga. Der Tag beginnt einfach schon kacke. Es beginnt vom Vorhinein ist es dann einfach schon Kacktag. Ich muss um 5 Uhr aufstehen. Boah. Wann müsst ihr morgen raus? Chat, morgen Freitag, ne? Morgen Freitag, oder? 7 Uhr morgens, 6.30 Uhr. Wann musst du raus? Ich gebe morgen einen gelben Zettel ab und kann ausschlafen, zum Glück. Ausnahmsweise. Ja, ich mach morgen krank. Ausschlafen auf entspannt. Geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ey, Chat. Aber, ey, Frage. Wer von euch würde gern sein Leben tauschen mit mir? Jeden Tag bis 12 Uhr pennen? Wer würde da gern tauschen? Ich sage euch aber ehrlich, Chat. Ich habe manchmal Momente, da würde ich irgendwie gern mit euch tauschen. Manchmal habe ich Momente im Leben, da wünsche ich mir, dass ich wieder irgendwie, naja, geregelten Tagesrhythmus habe. Aber dann denke ich auch wieder dran, wie scheiße mein Leben war, als ich noch zur Schule gegangen bin und jeden Tag um 6 Uhr oder um 5.30 Uhr aufstehen musste. Und dann bin ich ganz offen ehrlich, dann würde ich doch nicht gern mit euch tauschen. Dann schlafe ich doch lieber bis 12, Digga. Dann scheiße ich auf den geregelten Tagesrhythmus.